So, jetzt kommen. Habe ich was verpasst jetzt, gell? Jetzt kommen zwei hochtalentierte Künstler zu uns. Der eine ist Bestseller-Autor, die andere ist die wahrscheinlich talentierteste Popkünstlerin, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und wir reden von Wolf Haas und Soap and Skin. Und was die beiden verbindet, die übrigens auch privat befreundet sind, darüber werden wir mehr erfahren. Was die beiden verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger in diesem kleinen Beitrag für Sie herausgefunden. Meine Damen und Herren, in der Frankfurter Rundschau stand ein wunderschöner Satz über Wolf Haas. Wie konntest du durchs Leben gehen, ohne eine Zeile von Wolf Haas gelesen zu haben? Wie könntest du Fernsehen schauen, ohne Wolf Haas im Fernsehen zu sehen? Hier ist er, Wolf Haas! Wolf Haas! Der beliebteste Mensch der Welt, Wolf Haas! Wolf Haas! Bitte. Darf ich dir was zu trinken einschenken? Gerne. Nein? Sehr gerne. Wahnsinn, sehr viel Applaus für einen Dichter. Wie viele Bücher verkaufst du eigentlich, wenn ich diese banale Frage stellen darf? In welchen Dimensionen bewegt sich das? In Hunderttausender Dimensionen, oder? Ungefähr so, ja. Von Anfang an mit den Brenner-Romanen? Nein, es ist so stetig bergauf gegangen. Du wolltest ja eigentlich aufhören mit dem Brenner und hast jetzt in deinem neuen Buch Der Brenner und der liebe Gott den Brenner wieder aufleben lassen. Waren das marketingtechnische Gründe? Wahrscheinlich nicht, weil das letzte Buch von dir... Das Wetter vor 15 Jahren. Das Wetter vor 15 Jahren war ja das erfolgreichste, ohne Brenner. Eigentlich war es erst dadurch, dass das so gut gelaufen ist und der Brenner wirklich vergessen war. Auch bei mir war es so drucklos und hat sich von selbst ergeben. Es war kein Projekt, das ich verfolgt habe. Ich habe einfach ein bisschen herumprobiert. Und Wie schreibst du eigentlich, was heißt von selbst ergeben? Bist du einer, der dem das leicht... Nein, ich bin einer, der völlig unprofessionell arbeitet. Wenn ich mit den Filmleuten zusammenarbeite, dann staune ich immer. Der Wolfgang Murenberger, der Regisseur dieser Brennerfilme, der sagt so Begriffe wie einen Stoff entwickeln. Oder so. Da werde ich immer ganz blass und denke, was ist das, einen Stoff entwickeln? Photoshop. Ja, genau. So. Ich schreibe einfach drauf los und schaue. Und bist du auch einer, der in jeder Situation schreibt, also auch im Zug und ja. Oder hast du einen Schreibtisch? Am liebsten schreibe ich so in so Momenten, wo ich das gar nicht vorhabe oder eben so, wenn der Zug Verspätung hat und man denkt, was soll ich jetzt tun in der verbleibenden Stunde dann? Ich habe gehört, dass du einen, du hattest ja keinen Schreibtisch und hast jetzt einen Schreibtisch gesehen, der dir sehr gut gefallen hat. Ja. Und der war genau das, was du eigentlich wolltest, und den hast du dann aber doch nicht gekauft. Ja. Erstens war er irrsinnig teuer. Und ich habe mir gedacht, das ist, wenn ich mir so einen teuren Schreibtisch kaufe, das ist, übt so einen Druck aus. Das ist, ich weiß nicht, da komme ich mir vor, wie wenn man in ein Schloss einziehen würde. Oder so. Man ist ein völlig anderer Mensch, wenn man an so einem Schreibtisch sitzt. Und darum habe ich mir nicht gekauft und habe mir dann am nächsten Tag im Baumarkt einen sogenannten Tapezierertisch gekauft. Wirklich? Ja, der kostet 20 Euro und ist 3 Meter lang. Und er wackelt so ein bisschen, wenn man berührt, aber so ein Notebook ist ja nicht schwer. Und das ergibt eigentlich ganz eine gute Haltung, so eine vorsichtige, prekäre Haltung. Hast du eigentlich eine schlechte Haltung? Weil ich denke, wenn man das bei mir immer schlecht. Ja, das ist mir aufgefallen, wie du reingekommen bist. Du gehst ähnlich wie Josef Hader, auch so. Ah ja. Na, Josef Hader geht ja inzwischen so, dass er die Stirn den Boden berührt. So geht Josef Hader. So geht Josef Hader. Na, Josef Hader, ja, stimmt ja. Josef Hader, herzlich willkommen. Aber es ist wirklich so, ne? Ja, es ist. Das ist, schau mal. Schau mal. Was? Schau mal, wie Sie zum Beispiel sitzen. So soll man sitzen. So, ja, sollst du schreiben. Sitzen, ja. Kann aber nicht jeder. Kann nicht jeder. Oder 10... hast du dir was gebrochen? Nein, das habe ich noch. Ich glaube, da stecken 10 Jahre Feldenkreisübungen oder so, ja, was dahinter. Ja, weil wir vorher geredet haben, dass Dichterlesungen nicht so wahnsinnig gut besucht sind. Normalerweise schauen wir uns mal kurz an, wie Dichterlesungen bei Wolf Haas besucht sind. Hier haben wir einen kleinen Ausschnitt von seiner letzten Lesung in Wien. Rund 3000 Krimi-Fans sind zum Abschluss der O-Töne gekommen, um bei der Rückkehr ihres Brenners auf die literarische Bühne dabei zu sein. Hör zu, warum soll jedes Blutbad mein persönliches Bier sein? An und für sich sage ich da schon lange, sollen sich die Jungen drum kümmern, quasi Credo. Unglaublich, 3000 Leute. 3000 Leute. Komm zu fassen. Das Ende, das war jetzt...
Natürlich albern kurz, der Ausschnitt war ein bisschen albern kurz, ne? Aber da war schon wieder klar, so ein Teil deiner Arbeit, die Auslassung von Worten. Wieso ist das so? Bist du zu faul, den Satz ganz zu schreiben? Ja, man denkt sich ja wirklich, der Lektor hat versagt, wenn man ein paar Seiten von Wolf Haas liest, bis man sich dann auf diese fast magische Sprache eingelassen hat. Ja, ist ja so. Ich habe Silenzium als erstes Buch gelesen von dir und da habe ich mir echt gedacht bei der ersten Seite, das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ein Fehler jagt den anderen. Und dann kommt man aber drauf, dass das was Tolles hat, diese Aussparung von Worten. Wie erfindet man das? Ich spare das gar nicht aus, mir kommt das ganz normal vor. Ich glaube, man redet auch viel öfter so, als es eine bewusst ist. Wenn man zum Beispiel beschreibt, dass man schnell rausgerannt ist, weil es brennt hat, oder so, sagt man, ich nicht zu hinaus. Oder man sagt ja nicht, ich bin vor Schreck aufgesprungen und habe überlegt, soll ich löschen, aber das wäre keine Lösung gewesen. Das ja. Jetzt muss ich mal was fragen, weil wir über Sprache reden. Warum kannst du eigentlich so gut Tirolerisch, obwohl er der Tiroler ist? Kann es ja eh überhaupt nicht. Na, weil Tirolerisch so leicht ist, weil man es nur schreien muss. Nein. Wenn du schreist, dann sprichst du Tirolerisch. Jetzt muss ich aber wieder was fragen, lieber Wolf. Du machst ja hier den Eindruck eines äußerst bescheidenen, sehr sympathischen, uneitlen Menschen. Du bist aber eitel genug, in jedem deiner Filme, also den Murnberger Filme, die Brenner-Verfilmungen, eine kleine Rolle zu spielen. Das heißt, Fans werden das wahrscheinlich herausgefunden haben, du spielst Hitchcock-mäßig in allen Filmen auch ein bisschen mit. Warum? Stimmt, weil ich so eitel bin. Das ist eine schlechte Frage, weil ich schon die Antwort in der Frage mitgebracht habe. Ja, weil es als rhetorische Frage aufgegriffen worden ist. Ja, es war schlecht gefragt. Ist das eigentlich für dich jetzt, weil die Drehbücher für die Filme, schreibst du mit Harder und Murnberger zusammen, ist das für dich eigentlich unangenehm oder ist es für dich mal schön, dass da andere Leute auch dabei sind? Ich glaube, es ist für uns alle drei extrem unangenehm. Das merkt man. Ja, man ist so gewohnt, dass man immer machen kann, was man will. Ja. Der Josef, genauso wie der Wolfgang Murnberger und ich auch. Und dann kommen da zwei so andere, die glauben, sie wissen es besser. Ja. Hast du eigentlich sofort an Josef Harder gedacht bei der Verfilmung? Ja, stimmt. Ja? Wirklich? Ja. Was wäre, wenn Harder gesagt hätte, nein, wäre naja. Ottfried Fischer? Das wäre blöd gewesen. Vor allem, es war damals eine Zeit, wo der Josef Harder alle Rollen abgesagt hat. Also, die Zeit ist vorbei. Ja, er hat sie wieder warm gespielt mit dem Brenner. Nein, aber hast du wirklich beim allerersten Brenner Josef Harder vor dir gehabt oder erst beim Film? Zuerst war der Wolfgang Murnberger, mit dem habe ich mich als Erster getroffen. Das war der Filmemacher, den ich mir gewünscht habe. Und mit ihm habe ich mir halt überlegt, wer wäre ideal und wir sind sofort auf den Harder gekommen. Mhm. Aber beim Schreiben der ersten drei Bücher habe ich natürlich nicht an den Harder gedacht, habe ich überhaupt nicht an den Film gedacht. Beim Schreiben des ersten Romans habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass er jemals verlegt wird. Hm. Ist ja, meistens schreibt man ja Bücher für die Schublade. Du hast es einfach eingeschickt, ungefragt, quasi nach Deutschland zu welchem Verlag? Ein sogenanntes unverlangt eingesandtes Manuskript. Ich besitze ungefähr, ich glaube, 200 bis 300 Absagebriefe aus 15 Jahren. Mit Stempel, Vordrucke. Ah, die beißen sich jetzt echt in den Arsch. Ne? Das glaube ich nicht, weil die meisten Bücher davor waren nicht wirklich so unberechtigterweise abgelehnt. Und schreibst du selbst deine Bücher? Schreibst du die Bücher selbst oder hast du einen Ghostwriter? Den Murnberger. Sarah Kuttner und ähnliche. Ich würde jetzt gern sowas behaupten, aber es ist mir schon so oft passiert, dass sozusagen im Spaß gemachte Äußerungen dann zitiert werden über 10 Stationen und dann wird es plötzlich ernst genommen. Zum Beispiel habe ich einmal einen Artikel geschrieben über den Hermann Mayer vor 10 Jahren. Der ist so und da habe ich behauptet, dass ich auch Skirennläufer war einmal. Und der ganze Artikel war auf diesem Schmäh aufgehängt. Und später ist dann oft gestanden in biografischen Notizen über mich, der ehemalige Skirennläufer, der ich heißt. Ja, das ist so Wahnsinn, ja.